In der heutigen Folge wollen wir den Coca-Cola-Truck bauen, die den Weihnachtsmann erfunden haben. In der letzten Folge hat auch einmal reingeschrieben, dass ja auch ein bisschen wieder was für die Stadt kommen soll und ich denke mir, für die Straßen brauchen wir ein paar Fahrzeuge. Fangen wir am besten zur Weihnachtszeit natürlich mit dem Coca-Cola-Truck an, von daher Blöcke in die Hand. Auf geht's! Für den Start legen wir dann erstmal los mit unserem Truck. Wir können ja separat noch entscheiden, ob wir den Anhänger gleich raufsetzen oder einfach stehen lassen. Wir sehen auch, wir haben schon ein bisschen das Grundgestell. Wir wollen uns heute das ein bisschen entspannt machen, von daher dachte ich mir, platzieren wir uns das schon mal. Was brauchen wir denn erstmal fürs Grundgestell? Einfach ein paar polierte Schwarzsteinstufen, schwarzer Beton, am besten da holen wir uns noch ein paar Knöpfe raus und dann noch ein bisschen Zauntor, am besten das Schwarzeichen-Zauntor. Für den Truck brauchen wir, sag ich mal, eine Grundfläche von 4 Stufen in der Breite und 10 in der Länge. Ihr könnt jeweils auf der Vorder- und Rückseite, würde ich sagen, ab der zweiten Reihe euch gleich schon mal die Räder platzieren. Macht da gleich die Knöpfe einmal ran. Und wer möchte, kann sie auch eine Achse vorne platzieren mit dem Zauntor. Würde ich euch nur vorne platzieren, hinten wird es nicht so gut aussehen. Von daher einfach nur vorne machen. Holen wir uns denn natürlich noch die Bauteile raus, um unseren Truck natürlich noch gut darzustellen. Ein bisschen roten Beton, ganz klar für unseren Coca-Cola-Truck. Da holen wir uns noch die roten Niederzieht. Treppen raus, davon die Stufen und Mauern sind dabei. Einen Eisenblock holen wir uns raus, ein paar Trichter, denn schwarze Glasscheiben empfehle ich mal. Nochmal schwarzen Beton und ein bisschen roter Teppich ist dabei. Fangen wir dann erstmal mit unserem roten Beton an. Wir fangen auf der Vorderseite an und setzen uns hier in der Mitte erstmal so ein 4x4 Klotz. Daran können wir dann noch zwei weitere Blöcke hinten platzieren und nochmal zwei zur Seite weg, die wir hier einfach mal so ransetzen. Dann zählen wir nochmal 1, 2, 3 weitere Blöcke und da wollen wir so ein 3x3 Fett uns hier einfach mal platzieren. Unten lassen wir einfach eine Reihe Platz, andere Seite auch. 1, 2, 3 noch ran und dann auch nochmal hier so ein 3x3 Fett uns einfach mal. Jetzt platzieren wir auf der Rückseite einfach mal eine Zweierschicht, die wir oben drauf nochmal setzen. Und dann können wir auch hinten das hier einfach schon mal komplett zuziehen. Hier weiter vorne setzen wir auch nochmal so eine weitere Blockreihe hier komplett einmal nach vorne ran. Man erkennt schon ganz gut, dass es ein Truck wird. Jetzt wollen wir noch verfeinern mit unseren Treppen. Wir fangen vorne an. Wir setzen eine normale Treppe hin, eine umgedrehte, eine Treppe mit dem Rücken jetzt zu dieser Treppe ran, eine normale und wieder eine, umgedrehte Treppe, ne? Dann lassen wir zwei Blöcke Platz. Können hier auf der Rückseite komplett eine Treppenreihe ransetzen. Nehmen wir unsere Stufen und setzen unsere Stufen mal so hin, dass wir jetzt hier in der Mitte noch zwei weitere Blöcke Platz haben, ne? So, kommen wir zur anderen Seite. Fangen wieder vorne an. Normale Treppe, umgedrehte Treppe, Treppe einmal ran, normale Treppe, dann eine umgedrehte Treppe, zwei Blöcke Platz. Wo wir jetzt die zwei Blöcke Platz haben, können wir jetzt unsere Eisenblöcke platzieren und unsere Trichter ganz normal hier zum Boden einmal hin. Machen wir auch auf der anderen Seite. So, zwei Eisenblöcke dahinter und die Trichter ran. Wir machen jetzt mal weiter mit unseren Stufen und Mauern. Die Mauern wollen wir jetzt eigentlich nur hier vorne einmal platzieren, über unseren Radkasten. So, andere Seite auch nochmal die Mauer hin. Dann kommen wir zu unseren Stufen. Die wollen wir jetzt einfach mal jetzt hier, so als Übergang, einmal hier platzieren. Und nochmal ganz vorne ran setzen wir eine weitere Stufenreihe hin. Jetzt wollen wir natürlich noch unseren Truck ein bisschen Glas verpassen. Das heißt, wir nehmen unsere Glasscheiben und setzen die hier einfach mal ringsrum. Jetzt kommen wir noch ein bisschen zu unserem schwarzen Beton. Hier soll ja so, sage ich mal, so ein bisschen darstellen, dass hier oben dann so Coca-Cola draufsteht. Kann man natürlich in diesem kleinen Maßstab natürlich nicht so ganz machen. Von daher machen wir einfach ein bisschen schwarzen Beton hin und Teppich einmal oben rauf, damit das hier nicht so doll auffällt. Wenn wir schon gerade beim Teppich sind, den können wir auch gleich hier vorne einmal platzieren. Nach dem Teppich wollen wir natürlich noch ein paar kleine Feinheiten bei unserem Truck setzen, um ihn natürlich noch besser darzustellen. Da können wir zum Beispiel Leiter nehmen für unseren Kühlergrill. Wir können uns auch Hebel nehmen, um vielleicht hier an der Seite noch ein paar Seitenspiegel uns zu basteln. Da empfehle ich euch dann auch ganz einfach anderes Glas. Wir hatten hier schwarzes Glas genommen. Hier würde ich dann einfach mal graues Glas nehmen, um so eine leichte Abhebung zu machen. So weiße Glasscheiben wären ein bisschen zu doll, aber grau finde ich ganz gut passend zum schwarzen. Dann nehmen wir noch ein bisschen Stolperhaken. Die können wir als Türgriffe nehmen für unseren Truck. Unseren Truck wollen wir natürlich auch noch die Beleuchtung verpassen. Da nehmen wir einfach mal ein bisschen Birkenscheiter, um das darzustellen. Ich setze mir vorne mal gleich einen hin. Hinter unseren Türgriff lasse ich mal einen Block frei. Setze mir hier einen hin. Und oben setze ich mir auch nochmal welche hin, aber lasse jetzt hier immer einen Block frei. Das hat damit zu tun, dass wir ja später beim Anhänger ja auch so ein bisschen das Maß beibehalten. Dann soll es ja vorne genauso aussehen, ne? Das machen wir nochmal natürlich hier auf der anderen Seite genau gleich. Und dann können wir, wenn wir schon mal hier hinten sind beim Truck, auch gleich noch unsere Ambosse hier einmal da platzieren. Unser Truck steht. Jetzt fehlt natürlich noch der Anhänger. Den wollen wir uns natürlich auch noch basteln. Ich werde euch jetzt zeigen, wie wir den natürlich gleich einmal raufsetzen können. Dazu kommen wir natürlich erstmal wieder zum Grundgestell. Das Grundgestell ist ganz einfach aufgebaut. Wir haben eigentlich genau die gleichen Materialien, die wir jetzt schon beim Truck hatten. Nur, dass ich jetzt hier hinten mir noch so ein paar Klappen einfach mal hinter den hintersten Rädern mache, damit, sage ich mal, der ganze Schmutz nicht so, ne, das sind ja so die Schmutzfänger, die wir ja hinten haben, ne, dass die nicht einfach auf unseren Hintermann geschleudert werden, wenn wir mal auf dem Verkehr sind.
Da würde ich euch einfach einen Banner empfehlen, wo ihr euch einfach so ein X einfach mal zeichnet. Ist ja alles schon vorgefertigt, wenn ihr mal guckt. Und dann könnt ihr da einfach noch so einen Rahmen einfach mal rumbasteln. Die Farbe, in was ihr das jetzt macht, diese Schmutzverhänger, ist ganz euch überlassen. Aber ich finde die ganz nett. Kann man sich hinten einfach dran platzieren. So, bevor wir jetzt natürlich den Grundriss machen von unseren Anhänger, kommen wir erstmal dazu, den Abstand zu unserem Truck rauszufinden, damit wir auch wissen, wo wir das platzieren können. Ihr müsst einfach dahinter insgesamt 9 Blöcke Platz lassen. Wenn ihr 9 Blöcke Platz habt, passt der genau perfekt drauf, weil wir wollen ihn so 2 Blöcke einfach drauf lassen. Falls ihr euch den nicht drauf platzieren lassen wollt, müsst ihr das jetzt nicht beachten, dann ist das unwichtig. So, aber jedenfalls 9 Blöcke Platz lassen, dann ist das super. So, dann kommen wir natürlich jetzt hier einmal natürlich zum Grundriss. Ich glaube, das ist ganz gut erkennbar, in was für ein Format. Ne, wir haben ja an sich auch hier wieder eine Breite von 4 und eine Länge von 5. Ne? Wir platzieren vorne einfach 2 Stufen. Ne, dann kommen da so schräg dahinter die Räder hin. Hier kann man sich auch gerne schon mal die Achsen platzieren, wenn man möchte. 2 Reihen hier von unseren Stufen und hinten eine weitere Achse. Ne, da kann man sich auch gerne die Schmutzfänger anbringen. Dann wollen wir mal unseren Anhänger bauen. Da brauchen wir einfach mal ein paar Steinziegelstufen, Steinziegelmauern, rote Niederziegelstufen, dann noch ein paar Treppen davon und Blöcke. Dann holen wir uns ein bisschen Rotbeton wieder raus, glatte Quarztreppen, grüner Beton und Birkenscheiter. Die sind auch noch dabei. So, wir fangen am besten da erstmal an, dass wir uns hier bei unserem Grundriss auch konzentrieren, ne, dass es hier weitergeht. So, nehmt mal eure Steinziegelblöcke raus. Und zwar lassen wir hinten einfach mal einen Block so überstehen. So, von denen richten wir uns jetzt nach vorne und zählen mal, insgesamt den zählen wir jetzt mal mit. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, 13 Blöcke wollen wir uns hier so platzieren, dass der hinten auch einmal übersteht. Dann geht es weiter mit unseren Treppen. Da setzen wir hinten eine umgedrehte Treppe ran. Daran machen wir jetzt eine Treppe, die, sage ich mal, normal mit dem Rücken hier zur Mitte geht. Andere Seite genauso. Dann machen wir hier zwischen zwei umgedrehte Treppen. Dann machen wir hier so eine Treppe, die, sage ich mal, umgedreht mit dem Rücken zur Mitte hier geht. Da setzen wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Treppen hier einfach mal normal hin. Daran macht ihr dann wieder eine umgedrehte Treppe. Und dann machen wir das erstmal Spiel hier auf der anderen Seite mal mit. Also, zuerst eine umgedrehte Treppe. Normale Treppe mit dem Rücken zur Mitte. Machen wir auf dem anderen Radkasten hier auch. Dann zwei umgedrehte hier. Dann kommt die nächste umgedrehte Treppe so, dass die mit dem Rücken hier zur Mitte geht. Und dann setzen wir da jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 weitere Treppen hin. Und ihr seht, es passt perfekt hier mit unseren Blöcken zusammen. Dann könnt ihr hier wieder eine umgedrehte Treppe euch einmal setzen. Und jetzt kommen wir natürlich dazu, unseren Anhänger natürlich jetzt hier einmal draufzusetzen. Dann müssen wir hier die Plattform ein bisschen bearbeiten. So, da setzen wir jetzt erstmal hier eine weitere Stufenreihe ran. Und ihr könnt diese Stufen komplett hier auch einmal zuziehen. So, jetzt kommen wir dazu, das hier zu bearbeiten. Ich empfehle euch jetzt hier eine Treppe euch hinzusetzen. Tauschen wir mal die Stufe hier einfach durch eine Treppe aus. Jetzt nehmen wir uns einfach mal unsere Steinziegelstufen und schlagen mal hier einfach über unseren Rad die Stufe mal weg und setzen da einfach mal die Steinziegelstufen hin. So, andere Seite auch. So, theoretisch wären jetzt hier 4 Stück, können jetzt aber durch unsere Amboss, weil wir es jetzt verbinden wollen, jetzt nur einfach nochmal 2 hinsetzen an den Seiten. Dann setzen wir 1, 2, 3, 4 Mauern einfach mal darauf. Andere Seite auch, 4 Stück. Oben drauf setzen wir dann einfach hier nochmal unsere Stufen hin. Und dann kommen wir nochmal zur Rückseite, weil da wollen wir das Spiel auch nochmal machen. Wir setzen einfach hinten unsere 4 Stufen hin und dann 1, 2, 3, 4 nochmal rauf von unseren Mauern. Und ganz oben drauf setzen wir wieder unsere Stufen hin. So, jetzt kommen wir dazu, unseren Truck natürlich ein bisschen besser zu machen. Das heißt, jetzt nehmen wir einfach mal unsere roten Niederziegelblöcke, ups, nicht Blöcke, sondern einfach unseren roten Beton. Und jetzt können wir die Seiten hier komplett einmal zuziehen und setzen da jetzt einfach mal 4 Betonreihen einfach mal hin. Auf der anderen Seite wollen wir genau das gleiche Spiel machen. Auch hier setzen wir 4 weitere Beton rein. Und sobald wir das geschafft haben, können wir oben auch gleich zumachen und nehmen da einfach unsere roten Niederziegelstufen und füllen hier den ganzen Bereich einmal aus. Auf der Vorderseite können wir das hier gerne auch nochmal zumachen. Einfach hier über unseren Ambossen zieht ihr hier einfach mit unserem roten Beton alles dicht. Man kann das jetzt gerne so lassen oder wir schnappen uns nochmal kurz unsere Niederziegelmauern hier einfach mal. Und hier oben ab der zweiten Betonreihe würde ich einfach mal hier nochmal so eine Mauer hinsetzen. Sieht einfach ein bisschen besser aus. Na, so als Verschönerung. Wir wollen natürlich auch noch die Beleuchtung einmal hinten bei unseren Truck anbringen. Wir nehmen wieder unsere Birkenknöpfe. Und ich setze mir jetzt unten halt wieder das gleiche Muster wie vorne. Ne? Dass ich vorne einmal anfange, lasse einen Block frei und setze mir wieder welche hin. Unten platzieren wir jetzt insgesamt 6 Stück hin. Jetzt habe ich hier schon 5, 6. So, auf der oberen Reihe machen wir es auch nochmal. Und oben machen wir genauso einfach 6 Stück hin.
ganz hinten, würde ich sagen, setzen wir nochmal hier nochmal zwei weitere hin. Denn wir wollen ja auch noch unseren Weihnachtsmann hier so ein bisschen darstellen. Und da können wir unseren grünen Beton einfach mal nehmen und in eine Fläche von 4x3 uns einmal freihauen. Und darüber dann nochmal die Mitte, also 2. Ja, und das machen wir auch nochmal auf der anderen Seite. Das heißt, erstmal unsere Beleuchtung. Nehmen wir die Knöpfe, setzen erstmal 6 Stück hin. Natürlich lassen wir dazwischen immer einen frei. Machen dieses Spiel natürlich noch einmal darüber, ganz oben. Ja, dass wir hier auch nochmal 6 hinsetzen. Dann setzen wir 2 ganz hinten hin. Und schlagen hier zwischen 4 Blöcke weg auf eine 3er Höhe. Und dann oben die Mitte auch nochmal 2 weg haben. Gut, Beton dann einfach mal reinsetzen. Dann kommen wir da schon zu unserer Coca-Cola-Schrift zu machen. Da nehmen wir mal unsere Treppen. Wir fangen auch vorne an. Wir lassen einen Block Platz. Und dann schlagen wir 1, 2, 3, 4 Blöcke weg. Einen da lassen und dann mit 1, 2, 3, 4 weg haben. So, da setzen wir jetzt unsere Treppen einmal hin. So, einfach mal ganz normal, nur dass die sich hier alle anecken. Ne? Zack, 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 4 Stück hin. Und dann schreiben wir Coca-Cola noch rein. Ja, dann machen wir hier, zack, nochmal jeweils immer zu 2 rüber weg. Ja, die sollten wir lieber so machen, dass die komplett umgedreht sind. Ne? Dass wir hier so unser Coca-Cola uns einfach mal reinschreiben können. Gleichspiel auch nochmal hier. Sehr schön. So, jetzt wollen wir es natürlich noch auf der anderen Seite machen. Hier dürfen wir nicht vergessen, hier müssen wir es jetzt spiegeln. Wir lassen einfach wieder eine Blockreihe Platz. Dann schlagen wir 4 Stück weg, einen da lassen und wieder 4 weghauen. Nur, dass wir jetzt es einfach mal spiegeln. Das heißt, wir müssen es ja so machen, dass man es auch lesen kann. Können wir jetzt also nicht genauso setzen wie drüben. Nach unserer Coca-Cola-Schrift wollen wir natürlich unseren Eingang jetzt feststellen. Wir fangen hinten einmal an. Hier ist es ja noch offen. Hier machen wir uns einfach mal ein paar Eisenblöcke mal rein. Da voran dann einfach unsere Eisenfalltüren. Und die Falltüren müssen wir natürlich noch einmal so machen, dass sie hochgeklappt sind. Da setzen wir einfach ein paar Hebel hinten einmal ran. So, das machen wir hier dann auch nochmal. Wir müssen jetzt aber hier dann uns einfach mal ein bisschen reinbuddeln in unseren Truck, dass wir auch hier die Hebel anbringen können. Und sobald wir das haben, machen wir hier auch schön wieder zu. Gucken wir uns mal an. Ja, das sieht da schick aus. Und dann kommen wir eigentlich nur dazu, hinten unseren Weihnachtsmann uns einmal zu platzieren. Ganz einfach, nehmt euch ein bisschen roten, trockenen Beton. Ihr könnt auch gerne rote Wolle nehmen, wenn ihr möchtet. Dann schlagen wir hier unten mal 2 weg. Dann machen wir unser Weihnachtsmann-Gesicht hin. Den verpassen wir noch ein paar Augen. Einfach mal mit den schwarzen Knöpfen hier mal. Dann setzen wir natürlich noch die Weihnachtsmütze hin. So, und noch den Bommel an der Mütze setzen wir auch nochmal ran. Am besten nehmen wir dann einen Schneeblock, ne, weil es einfach am besten ist dazu. Fertig. Ja, das wollen wir nochmal auf der anderen Seite machen. Hier müssen wir aber darauf achten. Hier müssen wir es ja auch wieder spiegeln. Das heißt, in welche Richtung ihr den Bommel setzt, guckt ihr dann einfach von der anderen Seite. Ne, jetzt haben wir den hier vorne. Das heißt, wir setzen den hier. Denn einfach nach hinten hin. So, Augen noch zum Weihnachtsmann und fertig. Und wenn ihr euch jetzt natürlich diesen Anhänger nicht draufsetzen wollt, ist es eigentlich ganz simpel. Zum Beispiel hier drüben, ich habe es ja hier vorne, müsst ihr ja hier vorne ja nichts verändern, ne, wenn ihr das macht. Ihr setzt dann einfach 4 Stufen hier unten von unseren Steinziegeln hin und ihr könnt, jetzt gucken wir mal in der Außenansicht, einfach dahinter, hinter unseren Steinstufen einfach 2 Trichter hinsetzen, Ketten unten hin und dann stützt ihr das damit ab, ne? Den Rest könnt ihr ja auch wieder mit Stufen unten alles machen und fertig. Unser Coca-Cola-Truck ist jetzt fertig. Wir können unsere Coca-Cola jetzt überall hinfahren, wo wir möchten. Ihr könnt dann natürlich entscheiden, ob ihr euren Anhänger irgendwo hinstellen wollt oder ob ihr ihn natürlich auf euren Truck gleich platzieren wollt. Aber ansonsten bedanke ich mich wie immer, dass ihr zugesehen habt. Wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder von der Haus 3. Und tschüss!